So, Leute, willkommen zurück zu Yoshi's Island. Wir nähern uns immer mehr dem letzten Castle. Da sind wir halt Castle Nummer 5 von Welt Nummer 5. Und wir gehen jetzt mal in die Vorwelt und schauen, was uns hier erwartet. Oh nein, das ist. Ja, das ist das Level. Das habe ich so gehasst. Das war so grauenhaft auf dieses Level. Warum? Wegen einer ganz bestimmten Stelle. Und die kam, glaube ich, weiter oben. Das fängt schon gut an. Das war jetzt richtig knapp. Habe ich vielleicht... Ja, ich habe noch 20 Sterne. Okay, gut. Fuck, das... Es fängt schon gut an, Leute. Es fängt schon gut an. Weil ich weiß genau, ich habe an dieses Level schlechte Erinnerung. Das war nämlich ein sehr, sehr anstrengendes Level. Mal sehen, wie es heute ist. Sieht bisher noch so machbar aus, aber ja, da geht's schon los. Da sind diese nervigen Kreaturen. Die nennen sich die Maulwürfe. Na, gut. Gut zu wissen, dass ich euch mit der mit den Eiern treffen kann. Dann werde ich das ausnutzen. Ihr seht schon, es geht immer weiter höher nach oben. Mal ein paar Eier fahren. Jetzt kamen noch so eine Viecher zuerst. Hier oben war auch kein Checkpoint oder so gewesen. Und Möwen, ich hasse diese Viecher. Schön vorsichtig. Ja, das war diese Pissstelle. Gut, das war jetzt gefailt, aber ihr seht's. Das wird noch lustig. Und da gab's ein Level, das war noch schlimmer. Wegen einer ganz bestimmten Stelle. Und ich weiß auch schon auf... Auch auf die Stage freue ich mich so überhaupt nicht. Da ist das Level nicht das einzige. Was danach kam, das ging wieder. Das war, glaube ich, dieser Maulwurf oder so. Ach, zu blöd, dass ich euch nicht schlucken kann, ihr fetten Maulwürfe. Das ist echt praktisch. Aber geht ja leider nicht. Leider. Und das sind irgendwie Spatzen oder so. Oder kleinere Möwen. Okay, a little bit concentration. Vielleicht läuft es ja heute besser als früher. Mal schauen.
genau, jetzt kam das nämlich hier. Nämlich, dass mir das Ding da abhaut. Nein, oh, was mache ich denn? Bloß nichts vergeigen. Ach du Scheiße. Okay, aber es geht noch. Puh, geschafft. Was kam jetzt noch? Erstmal geht's tief runter. Ach, so ein Typ hier. Stimmt. Plock. So, du bist kein Problem mehr, Freundchen. Hier wäre bestimmt eine Blume oder so drin gewesen. Irgendein Secret. Ah, danke, ein Zwischencheckpoint. So, auf geht's, Herzchen Yoshi. Ach, ich vergaß, du kannst es ja gar nicht. Jetzt fielen diese Dinger runter. Ach, die kann ich doch killen, die Pinguine. Gut zu wissen. So, aufwärts, höher, höher, rauf. Schönen Dank. Blöder Pinguin, du hast mir jetzt gar nicht geholfen. Das sieht noch gut aus. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Level complete. Und ganz nah am Bonusspiel dran. Hell yeah. Mit 43 Punkten. So, auf geht's zu dir, Mr. Maulwurf. Abroxas. Stimmt, das war dieser Mondmaulwurf, das war dieser tierisch geniale Boss. Der ist schön, den habe ich letztens erst im Hack war das besiegt. Wer es mitbekommen hat, da dachte ich ja, dass Broxas dieser komische Maulwurf der letzte Gegner sei. Apropos Hack, ich weiß nicht ganz, wann es weitergeht. Das liegt bei Zeronimus. Da müsst ihr auf seinen Hack-Part warten. Weil ich muss gerade nämlich auch warten. Weil ich darf diesen Teil ja zu Ende spielen. Diese Ehre gebührt diesmal mir. Und währenddessen kriegt ihr halt ja Yoshis Island Replay. Wie ihr seht. Danke. Das war richtig nicht nett von dir. So, Freundchen, das hast du jetzt davon. Hab ich noch so ein Teil? Ja. Jetzt kann ich meine Sterne benutzen. So, Eismelon, tschüss. Kaktus, tschüss. Hehe, noch mehr Sternchen für mich. Hell yeah. Ich glaube, hier ging es immer weiter nach oben, wenn ich mich recht entsinne an dieser Stage. Da ist eine Blume. Komme ich da vielleicht irgendwie ran? Nee. Anscheinend nicht. Nur mit so einem speziellen Seitwärtssprung oder so. Hier ist nichts drin.
Naja, es ist ja nun kein 100% Let's Play, deswegen ist mir das auch egal. Ach, ihr, euch kenne ich auch noch. Ihr lustigen Gesellen. Hier, nimmt das. Block. Ja, das ist mir schon klar, dass ich das Ding irgendwie aufnehmen kann. Jetzt wird's funny. Block. Bam. Durchgebasht. Gänzlich unpraktisch steht dieses Teil. Ich bringe es mal hier hin. Okay, das steht jetzt auch nicht besser. Komm. Jawohl. Und zack. Sternchen. Oben in Richtung Mond und Möwen, die uns daran hindern wollen. Aber das schaffen sie nicht. Denn wir sind Yoshi. Und müssen erstmal voll wieder von vorne anfangen. Lernen es auch nicht, diese Maulwurfsviecher mit den Eiern zerstören zu können. Oh, das hat geklappt. Fail. Epic Fail. Das war richtig dumm von mir. Und zack. Geht doch. Warum nicht gleich so? Ach, das ist nur so ein Teil. Das werden Red Coins sein. Zack. Bingo. Was kommt jetzt hier? Ah, das ist geil. Das ist eine coole Passage vom Level. Auch wenn mich diese Geisterviecher gerade ein bisschen nerven, das macht mir gerade nix. Möwen in einer nervigen Form. Tja, ihr guten Möwen, auch so habt ihr keine Chance gegen mich. Du bleibst hier, Mario, Baby Mario. Und da ist das Finish. Jetzt kam ein Fight, der mir immer sehr gefallen hat. Du wirst nie wieder rauskommen. Gleich wirst du Sterne sehen. Na, du wirst gleich was anderes sehen. Schleudert uns erstmal volle Klatsch im Mond. Los, Aqua Yoshi, zeigen wir es ihm. So, Ziel ist es, ihn von Mond runterzustoßen. Und dafür muss er auf diesen hellen Flecken da unten stehen. Blöd wird's nur, wenn er falsch steht. Wie jetzt zum Beispiel. Ja, jetzt steht er zum Beispiel falsch. Ich weiß bis heute nicht, wie man ihn hinlocken kann. Na, ja, Treffer.
wird langsam sauer. Er kriegt schon Zornfalten. Und wird, glaube ich, immer schneller. Na komm. Kriegst mich sowieso nicht. Man könnte ihn quasi auch so treffen, aber dafür müsste man schneller sein. Er hat mich gefunden. Ich glaube, das größte Problem ist, dass er richtig stehen muss. Na komm. Jetzt. Bam. Treffer Nummer 2. Jetzt wird er richtig sauer. Nein. Oh, voll daneben. Ja, bam. Das war's von dir. Tschüssikowski, Kollege. Zum Sternbild und irgendwie hat gerade das Bild ein bisschen gewackelt, aber das macht nichts, denn wir haben den Schlüssel. Ja, komm, please Mario, das wirst du später öfters noch machen. Glaub mir. Was, jetzt kommt, kennen wir auch schon. Yoshi wird wieder gleich das Castle sprengen. Chuck Norris Yoshi. Und Yoshi wird transformiert in Bowsers Welt. Der letzten Ebene. So Leute, ja, jetzt wird's richtig lustig. Jetzt kommen nämlich die letzten Levels, nämlich die von Bowser. Aber die fangen im nächsten Part erst an. Das war's heute von Yoshi's Island Replay. Im nächsten Part geht's hier in Welt Nummer 6 weiter. Auf zu Bowser Jr. Tschüss.